Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ihr wisst auf jeden Fall derzeit, was gerade bei uns abgeht. An die Leute, die sich jetzt gerade fragen, hey, was geht denn bei dem ab? Schaut auf jeden Fall das Video, was ich vor einigen Tagen hochgeladen habe, nochmal an. Von Anfang bis zum Ende, dort erzähle ich, dass meine kleine Cousine einen Tumor im Knie hat und dass sie halt operiert werden muss, ne? Schaut euch das Video bitte von Anfang bis zum Ende an und dann kommt wieder rüber auf dieses Video. Zuallererstes möchte ich sagen, ich bin sehr stolz auf euch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal sowas auf die Beine stellen kann, dass wir gemeinsam meiner Cousine helfen können. Wir haben jetzt, soweit ich weiß, ungefähr 50.000 Euro gesammelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Es sind natürlich immer sehr viele Fragen offen. Warum kostet die OP 140.000? Ich habe euch in dem Video nicht detailliert erzählt, warum 140.000 Euro, ob das für eine OP ist, das habe ich gar nicht gesagt. Soweit ich weiß, wird sie 5-mal operiert, also wir brauchen 140.000 Euro für 5 OPs, wenn ihr versteht. Ich möchte vorab sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, wir haben für meine Cousine, die Lara, auf jeden Fall ein Instagram-Profil erstellt. Ihr könnt dort auf jeden Fall die Fragen reinschreiben, beziehungsweise schreibt dort eine private Nachricht hin und dann kriegt ihr auch eure Antworten. So, wo ich das Video vor einigen Tagen hochgeladen habe, wusste ich, ey, da wird es immer irgendwelche Menschen geben, die das irgendwie, keine Ahnung, schlecht reden werden, wisst ihr? Digga, ein Flüchtling, ja? Ein Flüchtling kann in ein brennendes Haus rennen, 3 Babys retten, dabei seinen Arm verlieren und die würden trotzdem irgendwas Schlechtes über den sagen. Es wird immer einen Menschen geben, der was zu kacken hat. Oder das ist Fakt. Es wird immer einen Menschen geben auf dieser Welt, der dich schlecht reden wird. Da kommt man nicht drum rum, so. Weißt du, wie ich meine? Wir tun hier nur was Gutes und trotzdem wird mir das irgendwie schlecht geredet. Keine Ahnung. Da kamen ja Kommentare wie, ja, er macht einen Spendenaufruf, aber besitzt eine PlayStation 5, fährt ein Auto, trägt eine Icon Cap, Adidas T-Shirt. Hä? Oder erwartest du jetzt von mir, dass ich mein Haus verkaufe? Was erwartest du jetzt von mir? Was erwartest du jetzt von mir? Erwartest du jetzt von mir, dass ich meine PS5 verkaufe? Erwartest du jetzt von mir, dass ich alles verkaufe, was ich besitze? Selbst wenn ich das alles verkaufen würde, würde ich auf keine 140.000 Euro kommen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe auch nie gesagt, dass ich Geldprobleme habe. Ich habe nie gesagt, dass es mir finanziell irgendwie schlecht geht. Mir geht es finanziell gut. Ich bin zufrieden. So, weißt du, wie ich meine? Aber weißt du, was 140.000 Euro sind? Solche unnötigen Kommentare kann nur von unreife Kindern kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Vor allem, was denkst du von mir? Oder ich bin ein junger Mann. Ich stehe mit meinen eigenen Beinen im Leben so. Ey, mit wem redest du hier gerade? Was versuchst du hier gerade so umzudrehen? Willst du mich als ein Penner darstellen? Allah, lass am besten diese Kommentare, weil das hat keinen Sinn. Vor allem, du weißt nicht, was ich alles für meine Cousine getan habe. Vielleicht, du weißt doch gar nicht, was ich gespendet habe. Du kannst mich da mit deinem versteckten Profil die ganze Zeit voll labern. Aber Bruder, du hast von diesem Leben gar keine Ahnung. Du, wenn du in deinem Leben nicht auf deinen eigenen Bein stehst, dann hör auf mit mir darüber zu reden. Sag nicht so, 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 der hat das, der hat dies. Das Geld ist nicht für mich. Das Geld ist für meine kleine, 8-jährige Cousine. Hab mal ein bisschen Herz, ja? Wie kann man so herzlos sein, ja. So, oder keine Ahnung, da kamen Kommentare wie, ja, ey, der labert scheiße, 140.000 Euro, das kann doch nicht sein. Bestimmt kostet die OP nur ein paar tausend Euro und den Rest sackt er sich ein. Leute, seid ihr eigentlich in Panne? Oder denkt ihr wirklich, man kann so irgendwie Finanzamt austricksen oder was auch immer? Seid ihr eigentlich bescheuert? Ja, so klar, Rutschen, ja? Bitte, wer kommt auf die Idee, so etwas zu kommentieren? Wenn er, als ob ich das so nötig hätte, keine Ahnung, meine kranke Cousine auszunutzen. Ich tue ihr nur einen Gefallen. Vor allem diese ganzen Konten, die laufen nicht über meinen Namen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mit dem Geld, was reinkommt, habe ich nichts mit zu tun. Und werde ich auch nie mit was zu tun haben. Und das sieht man auch überall. Ja, hey, ich Spendenkonto ist öffentlich. Weißt du, wie ich meine? Siehst du da irgendwo meinen Namen oder so? Ja, voilà, das sind so, ich sag euch ehrlich, manche Kommentare tun einfach weh, ja. Sonst juckt mich die Kommentare nicht. Sagt über mich, was ihr wollt, Amrakim. Es juckt mich null. Aber wenn es um meine Cousine geht und ihr versuchen wollt, eurer Cousine zu helfen und dann solche Kommentare entstehen, so, dann tut das wirklich weh. Sag ich euch, wie es ist. Bin ich in euren Augen so ein schlechter Mensch, dass ihr sowas von mir glauben würdet? Dass ich sowas tue? Dass ich irgendwie, keine Ahnung, das Geld nehme und dann, keine Ahnung, selbst damit irgendwas mache? Wer macht denn sowas, bitte? Deswegen passt auf, was ihr kommentiert, Alter. Da gibt es so welche, die einfach so aus dem Nix schreiben, ja, das ist fake. Einfach so, weil die mich nicht mögen. Wallah, spart euch einfach diese Kommentare so. Es geht immer noch um ein krankes Mädchen. Und auch an die Leute, die versucht haben zu helfen oder geholfen haben. Alleine schon nur, dass ihr unseren Beitrag geteilt habt. Das zeigt schon, dass ihr Ehrenmänner und Ehrenfrauen seid. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Wir haben mittlerweile, wie gesagt, ich glaube 50.000 Euro zusammen. Inshallah wird das immer mehr und mehr. Und wir erreichen unser Ziel. Auch Dankeschön an alle Fußballer, Prominente, die uns dabei unterstützt haben. Ein großes Dankeschön an 18 Karat, Play 69, wer hat noch alles geteilt? Jerome Boateng folgt sogar meiner Cousine. Das ist auf jeden Fall krass, dass ein FC Bayern München Spieler einfach meiner Cousine folgt. So, bin ich ein bisschen eifersüchtig geworden, muss ich ehrlich sagen. Nein, Spaß. Ich bin natürlich stolz, dass wir es wirklich so weit geschafft haben, dass sogar Fußballer uns dabei unterstützen wollen. Gündoğan hat auch unterstützt. Vor allem auch Yunus Sumaria. Hätte ich niemals gedacht, dass die irgendwas machen. Die haben von sich aus einfach meinen Beitrag bzw.
beziehungsweise meine Story gepostet. Dankeschön an euch. Dann Dankeschön auch an einen bestimmten YouTuber so. Er möchte eigentlich nicht, dass ich ihn nenne, aber ich mach's einfach, weil ich mich wirklich geschämt habe. Es geht nämlich um Foskills. Foskills, falls du das Video sehen solltest, ich bedanke mich nochmal hier. Er hat auf jeden Fall eine große Summe gespendet und wir wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Wo er wirklich mir so einen Screenshot gesendet hat und gezeigt hat, dass er uns helfen möchte. Ja, das hat das... Ich hab mich geschämt. Wallah, ich hab mich geschämt. So, ich habe einfach damals aus Maniake einfach so, weil ich Bock drauf hatte, auf den reagiert, hat mich lustig gemacht über den und seine Ex-Freundin damals, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, die haben da irgendwelche Aktionen abgezogen, die nicht okay waren. So, und ich hab mich geschämt, Digga, so einer kommt und will mir helfen. So, womit habe ich das verdient? Beziehungsweise er möchte meiner Familie helfen. Aber ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen, Foskills, so. Ich hab mir ein Bild auf jeden Fall von dir gemacht, so. Und ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist. Und auch an alle anderen, die meiner kleinen Cousine helfen wollen, Spendenlink und so weiter, ist alles in der Videobeschreibung. Falls ihr wirklich irgendwelche Fragen habt, der Instagram-Account von meiner Cousine ist auch unten in der Videobeschreibung. Lasst bitte Liebe bei meiner Cousine da. Habt bitte Respekt in den Kommentaren. Es geht nämlich um eine 8-Jährige, die unsere Hilfe braucht. Seid anständig. Das liegt mir wirklich am Herzen. Das ist ein Thema. So, es geht nicht mal um mich. Es geht um meine kleine Cousine und ich möchte ihr einfach helfen. Und das, was wir bis jetzt alles geschafft haben, voilà. Ich schwöre auf alles, ich muss mich zusammenreißen, voilà. Nicht, dass ich anfange zu heulen. Ich bin stolz drauf, was wir bis jetzt aufgebaut haben. Sag ich euch, wie es ist. Ich bin auf jeden Fall jeden dankbar, der hinter uns steht. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön, dass es euch gibt. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Wer hätte jemals gedacht, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, meiner Cousine zu helfen? Mit so einer großen Summe. Hätte niemand gedacht. Selbst ich hätte das nicht gedacht. Ein dickes Dankeschön an euch alle. Wer weiß, vielleicht drehe ich ja zusammen mit meiner Cousine noch ein Video, bevor sie in die Türkei fliegt oder vielleicht sogar danach. Wer weiß. Mal schauen, was sich ergibt. Wir hoffen natürlich nur das Beste. Ich hoffe nur meiner Cousine das Beste. Da mir sehr viele immer nach meinem Hund Pablo fragen, ich glaube, wir gehen mal kurz gucken, was der macht, ja. Wallah, kennt ihr so, ihr wollt einfach so auf Krampf auf 8 Minuten strecken. Ihr erzählt so eurer Familie, wie das YouTube-Leben abläuft. So, wenn ihr 8 Minuten Videos macht, könnt ihr öfter Werbung schalten. Und die sagen direkt, mach direkt 8 Minuten, mach sogar 20 Minuten. Egal, wir gehen mal gucken, was Pablo macht. Ja, ich habe meine AirPods einfach mitgenommen, ja. Ne, ist ja noch meine AirPods haben, ja, okay. Na, der ist gerade am Schlafen. Wallah, der wird mich hassen. Wallah, wenn Blicke töten könnten. Guten Morgen. Guten Morgen, Pablo. Was bist du? Guck mal, Pablo. Ich will dich nicht nerven, aber die Leute fragen nach dir. Wie es dir geht, was du machst. Einfach Jerome Boateng folgt meiner Cousine, ja. Sehr, sehr stark. Einfach Jerome Boateng folgt die Lara, ja? Was sagst du dazu? Stell dir mal vor, ein Fußballer folgt dir einfach, Pablo. Stell dir mal vor. Ich sag euch ehrlich, das ist mein bester Freund, ja. Allah, der ist immer an meiner Seite, egal was ist. Ne, Pablo? Wallah, ihr habt keine besten Freunde. Hört auf, sowas zu sagen. An alle Menschen, die Tiere haben, ne? Die wissen ganz genau, wovon ich rede. Wallah, das sind eure besten Freunde, ja. Guck mal. Habibi, Pablo. Man hat dich lange nicht mehr auf meinem Kanal gesehen, ja? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Wallah, der hat gar keinen Bock auf mich, ja. Soll ich dich in Ruhe lassen? Soll ich dich in Ruhe lassen? Sag tschüss, Pablo. Sag ciao. Pablo, tschüss der. Sag tschüss. Tschüssi. Danke, Janelle, für deine große Hilfe und für das ganze Geld, was du mir gespendet hast. Ich hab dich ganz dolle lieb. Wir schaffen das.